Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute wird's gefährlich. Mit messerscharfen Reißzähnen in Vampire. Mit stichhaltigen Argumenten in Markus' Kolumne zum Thema Achievement. Und mit messerscharfen Reißzähnen in Jurassic World Evolution. Puh, dann aber schnell nochmal abonnieren. Klicki, klick, klick. Und ab dafür. Den Anfang machen wir heute mit dem neuen Spiel der Life is Strange-Macher, Don't Not. Doch dieses Mal geht's nicht um pubertierende Mädchen mit Superkräften, sondern um Vampire mit Superkräften. Beim Namen Vampire haben sie sich auch bis auf ein fancy Y jetzt nicht gerade innovativ mit Ruhm bekleckert, aber das Spiel hat einiges zu bieten. Zum Beispiel kann man sich als Vampir dagegen entscheiden, Menschen auszusaugen. Dann wird's allerdings schwerer. Oder man saugt komplett London leer und dann ist die Stadt halt im Arsch. Ja, eine schwierige Entscheidung, das Leben als Vampir ist hart. War es das auch für unseren Tester Michael? Ich fühle mich wie einer, der sich zum ersten Mal im Nebel in einem Sumpf verlaufen hat. Und springe von einem Binsenbüschel zum anderen, lediglich in dem blinden Bestreben vorwärts zu kommen, ohne zu wissen, wohin. Düster waren die Gefühle der verlorenen Vampirkreatur, die der Ire Bram Stoker in seinem wegweisenden Buch Dracula von 1897 beschrieb. Denn Vampire durchleben einen grausamen Zwiespalt. Sie erinnern sich an die Menschen, die sie einst waren, doch diese Erinnerungen werden verzerrt von einer aufkeimenden animalischen Kraft. Wie viel Menschliches kann sich ein Wesen bewahren, dessen Überleben und Macht vom Blut der Lebenden abhängt? Dieser Frage widmet sich nun ein Spiel. Wir befinden uns in London im Jahre 1918. Der Erste Weltkrieg ist gerade überstanden, als die tödliche spanische Grippe die Bevölkerung dahinrafft. Die Bewohner verschanzen sich in ihren Häusern und nur wenige betreten noch freiwillig die vernebelten Straßen. Zudem befällt die Erkrankten eine seltsame Tobsucht, die man kaum mit der Grippe allein erklären kann. Inmitten dieses Chaos erwacht der Arzt Jonathan Reed in einem Massengrab zu neuem Leben. Doch etwas ist anders. Ein gewaltiger Blutdurst raubt ihm die Sinne und in seinem Delirium tötet er die eigene Schwester. What have you done? In Folge wird gnadenlos Jagd auf ihn gemacht. Als vermeintliche Bestie verschrien, irrt der Arzt durch die Straßen Londons auf der Suche nach einer Zuflucht. Please stop! I mean you no harm! Diese findet er in einem heruntergekommenen Krankenhaus. Ab hier öffnet sich das Spiel und wir machen uns auf die Suche nach unserem Erschaffer und dem Ursprung der tödlichen Grippe. Und natürlich muss man ständig aufpassen, dass man nicht auffliegt. Mein Gott, Mann! Sie essen Insekten, die Sie sich auf dem Erdboden fangen? Wie kommen Sie denn nur auf sowas? Mehr wollen wir nicht verraten, denn ganz wie vom Life is Strange-Entwickler Dontnod zu erwarten, punktet Vampire vor allem mit seiner Geschichte. Doch für alle, die bei dieser gewaltigen Beschreibung gewaltig ins Sabbern geraten sind, gibt's jetzt erstmal einen kleinen Dämpfer. Folgendes Problem. Vampire ist kein teures AAA-Spiel, sondern, laut den Entwicklern, ein Double-A-Spiel. Was das bedeutet, machen wir doch einfach mal den total unfairen Vergleich mit einigen kostspieligen Genreverwandten. Der Witcher hackt und zaubert sich bekanntlich wie ein geschmeidiger Puma durch die Reihen, erlernt zahlreiche Fähigkeiten, die für viel Abwechslung und Taktik im Kampf sorgen und bezwingt unzählige fantasievolle Kreaturen. Bei Vampire kämpft man dagegen meist mit den immer gleichen Vampirjägern und Vampirzombies. Zwar punktet das Kampfsystem mit verschiedenen Schuss-, Nahkampf-, Betäubungs- und Spezialattacken, einer Ausdauerleiste aller Dark Souls und einer Blutleiste für krasse Vampirattacken. Doch das Ganze fühlt sich oft hakelig an, ist nicht gerade stylisch animiert und fällt auch nicht besonders taktisch aus. Und selbiges gilt für die Story-Inszenierung. Wo ein Mass Effect mit seinen dramatischen Story-, Action- und Dialogsequenzen die ultimative Sci-Fi-Oper sein will, bietet euch Vampire hölzerne Gesichter, eine Handvoll Cutscenes und eine eher zweckmäßige Inszenierung mit massig Monologen. I will find them. Und am deutlichsten fällt das fehlende A bei der Open World ins Gewicht. Vampires London ist eine recht leere Kulisse mit wenig Eigenleben. Zwar wird dieser Punkt über die Story hinreichend erklärt, doch auf Dauer ist das etwas ermüdend. Neben dieser grauen, dauervernebelten Stadtfassade wirkt selbst Deus Ex wie ein Strauß Frühlingsblumen. Man kann nur sehr wenige Häuser betreten, es gibt keine Tagesabläufe und die seltenen NPCs stehen sich die Beine in den Bauch und beschnacken alle 10 Sekunden das Gleiche.
Obendrein gerät die Unreal Engine 4 ziemlich ins Schnaufen durch die großen Gebiete. Daher gibt's keine nahtlose Welt, sondern oftmals zähe Ladesequenzen und Nachladeruckler. Doch wir haben etwas herausgefunden. AA hat auch Vorteile. Denn Vampire muss wegen des geringen Budgets nicht mehr jedem gefallen. Es gibt zum Beispiel haufenweise ungewöhnliche und auch ungemütliche Themen. Der Patient mit dem entstellten Gesicht, der die Nähe zu einer psychisch kranken Frau sucht, weil die als einzige sein Aussehen nicht bemerkt. Alarm busted on the outside. But she's still beautiful. Zwei Soldaten, die ihre Homosexualität nicht nur vor den anderen verstecken müssen, sondern auch selbst mit ihr hadern. You know, never thought I'd love a man. Oder auch der Vater, der notgedrungen als Geldeintreiber arbeiten muss. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices. Und dadurch seinen depressiven Sohn weiter ins Elend treibt. Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. Ja, Vampire ist ungewöhnlich radikal, auch spielerisch. Es gibt nur einen Spielstand und ihr müsst mit den Konsequenzen eurer Taten tatsächlich leben. Und erstmals hat diese Moralfrage auch dramatische Auswirkungen auf das Leveln. Denn nur Spieler, die wichtige NPCs aussaugen, können auch die ganz fetten Vampir-Skills erlernen. Und schnell merkt man, reine Arschlöcher gibt es hier nicht. Als wir endlich einmal dachten, so ein aussaugenswertes Arschloch gefunden zu haben, lief uns Tage nach seinem Tod sein nun obdachloser und auf die schiefe Bahn geratener Sohn über den Weg. Unfortunately, the bastard was my father. Dead in the gutter, killed by some arsehole. Da haben wir uns ernsthaft geschämt. I'm sorry. Also, wer wollt ihr sein? Mächtiges Arschloch oder freundlicher Lulli? Lasst ihr alle Bürger leben, werden die Kämpfe tatsächlich bockschwer. Und sogar auf die allgemeine Stimmung in den Stadtgebieten hat eure Mordlust Einfluss. Immerhin könnt ihr versuchen, durch das medizinische Umsorgen der verschiedenen Bürger die Stimmung wieder zu heben. Deren gesundheitliche Zipperlein, für die ihr selber Medikamente brauen müsst, werden euch in einer Übersicht angezeigt. Doch weil gesunde Bürger auch viel besser schmecken, fühlten wir uns nach einiger Zeit wie ein Bauer bei der Viehzucht. Mein Name ist Wolfgang Wamp. Schon als kleines Kind war mein Schönstes, direkt aus der Schule nach draußen zum Vieh zu gehen. Und für mich war von klein auf klar, dass ich artgerechte und biologische Viehzucht betreiben will. Denn für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere steht die Familie Wamp mit ihrem Namen. Na, du bist aber ein kräftiger Bursche. Ein tolles, glänzendes Fell, hm? Vater, sieh mal die prallen Bäckchen! Denn unsere ganze Leidenschaft dient natürlich nur dem Wohl der Tiere. Bei uns auf dem Hof Wamp dürfen die Tiere leben, wie sie es aus ihrer natürlichen Umgebung gewohnt sind. Sie bekommen zudem nur heimische Gräser, viel Sonne und frische Luft und wachsen so zu prächtigen Tieren heran. Und das schmeckt man auch. Mein Sohn liebt es, das leckere Blut direkt aus der noch warmen Halsschlagader zu naschen. Ich glaube, der ist reif. Na dann, stech ihn doch ab. Mutter wartet schon zu Tisch. Verantwortung zu tragen ist ein schöner Gedanke. Und ich trage diese Verantwortung sehr gern. So betreibt die Familie Wamp aus tiefster Überzeugung die biologische Menschenzucht, auch für nachfolgende Generationen. Unser Fazit. Obwohl viele Aspekte von Vampire nicht mit teuren Genreverwandten mithalten können, ist das Spiel durch seine radikalen Prüfungen für die Moral des Spielers etwas Besonderes. Vampire ist leider nicht ganz der erhoffte geistige Nachfolger des Rollenspielklassikers Vampire Bloodlines, doch es geht seinen ganz eigenen Weg und das muss man doch auch mal loben. Jurassic World. Ja. Was fällt einem dazu ein? Furchtbarer Film, bescheuerte Story, bescheuerter Twist, scheiß CGI-Effekte, dummer Soundtrack, dummes Ende, dumme Dialoge. Soll ich weitermachen? Nee, ich glaube, es reicht. Okay, der Film war scheiße, aber das Spiel Jurassic Park Evolution klingt eigentlich auf dem Papier ganz vielversprechend. Ja, das stimmt. Eigentlich spielt es sich wie so ein klassischer Parksimulator, so Theme Park, Rollercoaster, Tycoon und so. Ne? In diese Richtung hat aber auch ein paar eigene Gimmicks. Welche das sind und ob das alles gut läuft, sagt euch unser Praktikant
Atreu? In seinem Kurzreview. Artyom. Artyom. Das Konzept Spiel zum Film hat in der Zocker-Community in den meisten Fällen zu bitteren Enttäuschungen geführt. Sie werden abfällig als sogenannte Lizenzgurken abgestempelt und lieblos in die Ecke gepfeffert. Die Parksimulation Jurassic World Evolution versucht jetzt alles anders zu machen. Ob's geklappt hat? Wir haben mal einen Blick hineingewagt. Nachdem unzählige Versuche, einen Dinosaurier-Erlebnispark aufzubauen, schiefgegangen sind, dürft ihr jetzt selber das Heft in die Hand nehmen. Eure Ziele sind klar definiert. Keine toten Besucher. Und das Wichtigste, die Kohle muss fließen. Und das Allerwichtigste, die Dinos. Bin da! Wer noch? Völlig unüberraschend sind die prähistorischen Attraktionen das Herzstück eurer Anlage. An diese ranzukommen ist aber nicht ganz so leicht. Damit ihr ausreichend Genome für die Züchtung parat habt, müsst ihr eure Mitarbeiter erstmal auf Expedition schicken. Und zwar händisch. Immer und immer wieder. Zugegeben, das sind zwar nur ein oder zwei Klicks, aber auf Dauer kann es dann doch ermüdend werden. Vor allem, weil die Ausbeute dem Zufallsprinzip überlassen ist. Das bedeutet im Klartext: Wollt ihr euch einen ganz bestimmten Dino heranzüchten, kann es passieren, dass ihr ein und dieselbe Stelle immer und immer wieder abgrasen müsst, um auf das entsprechende Genom zu stoßen. Wenn es dann soweit ist, freut man sich dafür umso mehr. Und wir sagen's euch, die Urzeitechsen sind der Hammer. Egal, ob es kleine Muskelbewegungen unter den dicken Häuten oder die brillanten Laute sind. Hier merkt man dem Spiel seine Liebe zum Detail deutlich an. So unterhalten sie sich gemütlich, fressen, trinken oder brechen aus und greifen eure Parkbesucher an. Dinosaurier halt. Für die Extraportion Dino-Style gibt es die Möglichkeit, ein bisschen im Genpool rumzufuschen und euren Schützlingen beispielsweise eine außergewöhnliche Hautfarbe zu verpassen. Wow. Also das war so einfach. Also mir fehlen die Worte. Grün, ja. Supergrün. Wie? Da kann es einem auch schon das Herz brechen, wenn man sie in Kämpfen auf Leben und Tod gegeneinander antreten lassen muss. Was? Unschuldige Dinos im Todeskampf zur Belustigung blutrünstiger Zuschauer? Ja, auch das kann Teil der zahlreichen Aufträge sein. Ihr seid nämlich nicht alleine für den Park zuständig. Zur Seite stehen euch drei Berater aus den Bereichen Wissenschaft, Entertainment und Sicherheit. Durch das Erfüllen von Aufgaben verdient ihr euch Ansehen bei den jeweiligen Abteilungen und schaltet so neue Gebäude oder Forschungen frei. Die Wissenschaftlerin sorgt sich um das Wohlergehen und die Genome. Der Entertainment-Guru will die Zahl an zahlender Kundschaft erhöhen und der Sicherheitschef möchte verhindern, dass euren Park dasselbe Schicksal ereilt wie seine Vorgänger. Erfüllt ihr eine Aufgabe, sammelt ihr Pluspunkte beim entsprechenden Berater, seid jedoch der Buhmann bei den anderen beiden. So geht möglicherweise der Fortschritt, den ihr euch zuvor erarbeitet habt, flöten und im schlimmsten Fall sabotieren euch die vergraulten Mitarbeiter sogar. Das kann ganz schön nerven. Vor allem, wenn sich die Vertreter in kitschigen Seifenoperndialogen gegenseitig ankeifen. Ach. Problem, Herr Direktor, dass die T-Rexe zu wenig Kotplätze haben. Dagegen müssen Sie was tun. Das geht natürlich gar nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Frau Doktor. Ich werde ab sofort sämtliches Vermögen des Parks in die Wissenschaft umleiten. Die anderen Bereiche, die können dann halt mal warten. Denn auch mir liegt das Wohl der Dinos sehr am Herzen. Herr Direktor, was ist denn jetzt mit der Littlefoot-Achterbahn? Die hast du mir doch versprochen. Nein, also, das kann ich natürlich erklären. Und die Raptorschwanz-Trinkbecher! Mann! Dann wird das mit meinen neuen Schießeisen wohl auch nichts. Erwarten Sie, Herr Direktor, das schreit nach Sabotage. Neben den Missionen müssen natürlich auch alltägliche Arbeiten verrichtet werden. Auf Wunsch sogar aus der Third-Person-Perspektive. Euer Dino hat Hunger? Zeit, die Futterstation aufzufüllen. Euer Dino ist krank.
ballert ihm eine Spritze rein. Eure Dinos verstehen sich nicht so gut? Betäuben und umsiedeln. Und ist das Gehege kaputt, muss es repariert werden. Anspruchsvoll ist das zwar nicht, als nette Abwechslung für zwischendurch taugt es aber schon. Im Verlauf eurer Karriere verschlägt es euch in insgesamt 5 verschiedene Parks, die über die berüchtigten Todesinseln verteilt sind. Und jedes Mal beginnt ihr von Neuem. Ja, ha, richtig gehört. Euer hart erkämpftes Geld könnt ihr euch in die Haare schmieren. Nicht unbedingt logisch, spielerisch aber durchaus sinnvoll. Denn jede Insel bietet dadurch neue Herausforderungen, wie etwa den Wiederaufbau eines zerstörten Parks oder die Bedrohung durch gefährliche Stürme, die euren Dinos oftmals die perfekte Gelegenheit für einen Ausbruch bieten. Und wenn euch eure keifenden Berater und die komplizierte Finanzplanung zu viel sind, gibt es noch den Sandbox-Modus. Hier spielt Geld keine Rolle und ihr könnt euch voll und ganz auf die Gestaltung eures Traumparks konzentrieren. Aber ihr könnt nur die Sachen nutzen, die ihr im Hauptspiel freigeschaltet habt. Wenn ihr also alles zur Verfügung haben wollt, müsst ihr zuerst die komplette Kampagne durchspielen. Wir konnten in unserer Vorabversion zwar nur die ersten beiden Inseln spielen, bislang macht Jurassic World Evolution aber einen gelungenen Eindruck. Die Entwickler Frontier Development haben schon mit Zoo Tycoon und Planet Coaster bewiesen, dass Parksimulatoren mehr Spaß machen, als es der Name vermuten lässt. Und die Jurassic World Lizenz passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Von den paar Ungereimtheiten wie den nervigen Beratern mal abgesehen, fühlen wir uns bislang ganz wohl auf den Todesinseln. Bleibt abzuwarten, ob die übrigen Inseln diesen Eindruck bestätigen können. Passt gut zu Dinos? Die News! Hey! Und den Anfang macht Code Vein. Zu Beginn dieser Woche veröffentlichte Bandai Namco einen neuen Trailer, in dem das weltweite Release-Datum für das Anime-Action-Rollenspiel genannt wurde. Es ist der 28. September 2018. Mit anspruchsvollen Kämpfen, erbarmungslosen Feinden und viel Tiefgang spricht Code Vein vor allem Fans der Dark Souls-Reihe an. Was Code Vein auf dem Kasten hat, können wir euch wahrscheinlich nächste Woche sagen. Denn dann haben wir uns das Spiel auf der E3 angeschaut. Was wir uns außerdem angeschaut haben werden, ist Destiny 2 Forsaken. Forsaken ist der Titel der neuen Destiny 2 Erweiterung, die am 4. September erscheinen soll. Und sie soll das werden, was The Taken King für Destiny 1 war. Nämlich richtig gut. Die wichtigsten Features kurz zusammengefasst. Es gibt ein neues Gebiet im Riff, eine neue Gegnerrasse, frei belegbare Waffenslots, Waffen mit Random Rolls, einen neuen PvEvP-Spielmodus namens Gambit sowie einen großen Raid, in dem es angeblich mehr Bosse gibt als jemals zuvor. Die zuletzt ziemlich enttäuschten Destiny-Fans sind gehypt und sehen Forsaken als wahr gewordene Wunschliste. Und für so ein Add-on klingt 40 Euro erstmal nach einem fairen Preis. Wenn da nicht folgender Haken wäre. Forsaken setzt die letzten beiden Erweiterungen zwingend voraus. Habt ihr die DLCs 1 und 2 also nicht gekauft, müsst ihr die zwingend nachkaufen. Und für diesen Fall wären sogar 75 Euro fällig. Mensch Bungie, so gewinnen wir noch keine Fans zurück. Fans dazu gewinnen könnte demnächst Fortnite, denn es verdichten sich weiterhin die Gerüchte um eine Nintendo Switch-Version. Nach einem Fortnite-Eintrag in der Datenbank der koreanischen Alterseinstufungsbehörde gibt's nun einen neuen Hinweis. Der Twitter-Nutzer und Data-Miner Michael fand im jüngsten Nintendo eShop-Update die Worte Fortnite in Klammern Update und dazu auch noch eine Bilddatei, die ein Fortnite-Icon für das Switch-Menü sein könnte. Realistisch wäre ein Fortnite für die Switch allemal, aber wie gesagt, noch ist's nur ein Gerücht. Offiziell bestätigt ist noch nichts. Und weil wir gerade bei Gerüchten sind, hey, da bringen wir doch gleich noch eins. Es lautet, kommt ein neues Diablo? Die Antwort lautet schon jetzt ja. Denn kürzlich schrieb Blizzard Entertainment eine Stelle für einen Environment Artist aus, der Dungeons für ein noch unangekündigtes Diablo-Projekt bauen soll. Allerdings heißt es nicht zwingend, dass es Diablo 4 wird. Es könnte alles sein, zum Beispiel eine Portierung von Diablo 3, ein Spin-off oder ein Mobile Game. Aber malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Zum Abschluss noch ein kleiner Nachtisch? Bitte sehr. Sony hat Tetris Effect angekündigt. Der Knobelklassiker soll irgendwann im Herbst diesen Jahres für die PlayStation 4 erscheinen. Das allein wäre uns keine Meldung wert gewesen. Doch da Tetris Effect von Tetsuya Mitsubishi kommt, dem Schöpfer von Res und Lumines, und es auch noch PlayStation VR-Support bietet, dachten wir, da kann man ruhig mal drüber sprechen. Wenn man dem ersten Trailer glauben darf, wird das unheimlich bunt und trippy.
So, das war's von mir und den News. Ich gebe zurück zu Eddie und Simon. Macht's gut. Microsoft ist ja nicht gerade dafür bekannt, beim Thema Gaming die Nase vorn zu haben. Ja, aber sie haben mit einem Feature wirklich die Videospielwelt für immer verändert. Und damit meinen wir ganz sicher nicht Kinect, nein, sondern wir meinen natürlich Achievements. Das digitale Verdienstkreuz für ordentliches Spielen. Und wenn man nicht mindestens einen fünfstelligen Gamerscore hatte, wurde man auf dem Schulhof krass verprügelt. Ja, zu Recht. Mittlerweile sind Achievements absoluter Standard geworden, aber sie spalten auch ein bisschen die Gemüter. Ja, die einen sind süchtig danach, für die anderen ist es einfach nur Spielzeitverlängerung der überflüssigen Natur. Was Markus davon hält, das sagt er euch jetzt in seiner Kolumne. Und was ich von Markus halte, sag ich in meiner Kolumne. Und da ist es schon wieder passiert. Obwohl ich eigentlich schon längst mit God of War durch bin und wirklich eine fantastische Zeit mit dem Spiel hatte, musste ich es unbedingt wieder einlegen und mich durch zahlreiche Stunden stupide Sammelaufgaben quälen. Und warum das Ganze? Hauptsächlich dafür. Aber auch für das befriedigende, ja fast schon befreiende Gefühl, einen fetten, prall gefüllten 100% Balken vor mir zu haben. Ich gebe es zwar nicht gern zu, aber ich bin ein Trophäenjäger. Schuld daran ist die Xbox 360. Als die 2005 in meinem Kinderzimmer landete, bemerkte ich ein seltsames Feature. Achievements. Es gab Erfolge für diverse Aufgaben in allen Spielen freizuschalten. Sogar die Erfolge meiner Freunde konnte ich begutachten und sie mit meinen vergleichen. Ich war sofort entflammt. Und damit war ich nicht allein. Aufgrund der hohen Beliebtheit zog Sony mit Trophäen nach und auch Steam führte Achievements ein. Seither sind Erfolge in nahezu allen Videospielen zu finden. Obwohl Microsoft Achievements massentauglich machte, haben sie sie nicht erfunden. Auf die Idee kam man bereits zu Zeiten des Atari 2600, im Speziellen der Publisher Activision. Damals kritzelte man noch Herausforderungen und Aufgaben in die Spielehandbücher. Wer die gemeistert hat, musste als Beweis ein Foto vom Highscore knipsen und das per Post an Activision schicken. Als besondere Belohnung kam dann ein solches aufnehmbares Abzeichen für die herausragende Leistung zurück. Achievements gibt's also schon eine ganze Weile. Aber warum stehen da eigentlich so viele Spieler drauf? Anfänglich lag der Reiz für mich fast ausschließlich im Vergleich mit Freunden. Ich wollte unbedingt die meisten Erfolge haben. Vor allem aber die Herausforderungen schaffen, an denen sie scheiterten. Ein kleines virtuelles Abzeichen war dann der Beweis dafür, dass ich besser war. Das macht natürlich nur richtig Spaß, wenn beide Seiten darin einen Wettbewerb sehen. Sonst wird's eher traurig, damit anzugeben. Einige Erfolge sind aber auch so knackig, dass sie mich allein deshalb schon motivieren. Das fängt bei den höchsten Schwierigkeitsgraden meiner Lieblingsspiele an und hört bei Trophäen auf, für die man unter einer bestimmten Anzahl Tode bleiben muss. Dadurch lerne ich dann oft gewisse Spielmechaniken erst richtig zu schätzen. Haltet ihr euch an die Achievement-Beschreibung, können sich völlig neue Spielweisen ergeben, die ihr so nie ausprobiert hättet. Wie in Deus Ex Mankind Divided, für dessen Pazifisten-Erfolg ihr das Spiel ohne einen einzigen Kill beenden müsst. Also mich motivieren derartige Herausforderungen und Achievements geben erst den richtigen Anreiz dafür, mich ihnen auch zu stellen. Fühlt man sich dann erstmal motiviert, können sie auch als eine Art Leitfaden dienen, ein Spiel komplett auszureizen. So öde viele Sammelaufgaben auch sind, aber manchmal öffnen sich dadurch versteckte Wege oder Ereignisse, die man so vielleicht nie entdeckt hätte. Ploppt die Platin-Trophäe dann irgendwann auf, kann ich wahrscheinlich auch davon ausgehen, alles vom Spiel gesehen zu haben. Und da gibt's so viel zu sehen, was ich sonst niemals gesehen hätte. Den Double Rainbow in Borderlands 2 zum Beispiel. Oh! Perfect Double Rainbow all the way! Oh! Wow! Oder das peinliche Gespräch zwischen Solid Snake und Otacon, wenn er euch in der folgenden Situation ertappt. What do you think you're doing, Snake? You don't have enough to keep you busy? Zum erregten Gegrunze gibt's dann das Snake Beater Achievement. Versteht ihr Snake Beater wegen
Ja, okay. Manchmal machen mich Spiele auch zum Lüstling. Und genau das wissen die Entwickler und verpassen mir einen Perversling-Stempel in Form einer Trophäe, damit das auch jeder mitbekommt. Darüber kann ich aber mindestens genauso gut lachen, wie über clever gewählte Achievement-Namen. Lauft ihr in Lego Herr der Ringe nach Mordor, erhaltet ihr den Erfolg One Does Not Simply. One does not simply walk into Mordor. Sagt ihr in Deadpool alle Achievements ein, sagt euch das Spiel, dass es okay ist, es jetzt zu verkaufen. Oder ihr kickt in Blitz The League 2 10 Gegner in die Sendezentrale und werdet mit Testikel belohnt. Versteht ihr? Wegen... Ist ja auch egal. Ich habe mittlerweile schon genug Gründe dafür gebracht, dass Achievements gar nicht mal so öde sind. Und trotzdem teilt nicht jeder diese Meinung mit mir. Deswegen habe ich mal bei Twitter rumgefragt. 44% von euch sind Erfolge einfach egal. Und 5% sagen sogar, dass sie richtig kacke finden. Ich muss sagen, ich verstehe euch. Die Gleichgültigkeit und den Hass kann ich gut nachvollziehen. Ein gutes Spiel braucht keine zusätzliche Motivationsspritze, um zum Erkunden anzuregen. Nintendo ist der beste Beweis dafür, dass es auch ohne funktioniert. Die ständig aufploppenden Einblendungen sind auch nicht gerade der Immersion zuträglich und versperren gerne mal Untertitel oder wichtige Informationen. Erfolge müssen daher schon überlegt platziert, aber auch gut konzipiert sein, damit sie nicht nerven. Genauso nervig sind aber auch Achievements, die einem einfach hinterhergeworfen werden und null Herausforderung darstellen. Beispiele gefällig? Schau dir die Credits in Lego Batman 3 an. Wahnsinnig fordernd. Oder Assassin's Creed 2. Werde als Ezio Auditore wiedergeboren. Konkret heißt das, starte das Spiel und drücke 4 Knöpfe. Yay. Warum dann nicht gleich eine Taste exakt 2047 Mal drücken, um ein Achievement in Command & Conquer 3 zu bekommen? Derartig faule, sinnlose Erfolge braucht keiner. Genauso wenig wie unfair schwere oder extrem zeitintensive. Damit meine ich zwar auch das nervenzehrende Sammeln von 100 Federn, damit Ezios Mama sich ein schönes Kissen stopfen kann, noch viel mehr aber wahnsinnige 10.000 Kills in Ranglistenspielen in Gears of War, die hunderte Stunden Spielzeit erfordern. Oder noch frecher, in Lost Planet 2 einen fucking Weltrekord einer beliebigen Herausforderung knacken. Ja, und vielleicht würde ich sogar solche Achievements in Kauf nehmen, wenn es dafür irgendeinen zusätzlichen Anreiz gäbe. Auf der Xbox 360 konnte man zumindest bei ausgewählten Titeln wie Halo Reach Avatar-Bekleidung freispielen. Und auch aktuell bei leider noch weniger Spielen wie Horizon Zero Dawn exklusive Designs für die Konsole. Warum nicht einfach mehr davon? Oder einfach ein Belohnungssystem wie das PlayStation Reward Programm, bei dem man Trophäen in Guthaben umwandeln kann. Das gibt's derzeit aber leider noch nicht in Europa. So käme zur persönlichen Motivation noch ein weiterer Anreiz dazu, der uns zumindest ein bisschen im Glauben lässt, etwas Sinnvolles zu tun. Ja, auch wenn ich jetzt ein bisschen gemeckert habe, aber ich finde Erfolge schon ziemlich dufte. Im schlimmsten Fall nerven sie mich für einen kurzen Moment, aber im besten Fall erweitern sie mein Spielerlebnis und sorgen für zusätzlichen Spaß. Wenn dann auch noch kreativ mit ihnen umgegangen wird und flächendeckende Zusatzbelohnungen eingeführt werden, sind sie bestimmt auch nicht mehr so vielen Spielern egal. Allen Hatern bleibt ja dann immer noch die Deaktivierung der Benachrichtigung oder die Flucht in Nintendos Schoß. So, ich habe jetzt schon genug gelabert, ich muss da mal noch eine Taste 1255 Mal drücken. Ciao. Komm. Ja, gleich. So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein, denn da wird's richtig geil. Da ist die E3 in LA mit allem, was dazugehört. Schwammiges PR-Gelaber, ausfallende Teleprompter, schwammiges PR-Gelaber. Und ganz viele tolle Spiele, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Last of Us 2 und das beste Game 2 ist vor Ort. Bis dahin, wiederschauen, reingehauen. Atreo ist der Typ, das letzte Einhorn. Nee, Atreo ist das Pferd. Nein, wir haben nicht das Arthas. Arthas! Warte, sieh mal! Okay, das war's. Als besondere Belohnung kam dann ein solches aufnehmbares Abzeichen für eure besondere Herausforderung. Oh man! Sieh, Vater, ich glaube, der ist reif. Vater, ich glaube, dieser ist reif. Ich glaube, der ist reif. Vater, schau mal, ich glaube, der ist reif. Mh, lecker, lecker. Mh, lecker, Vater, ich glaube, der ist reif. Mh, lecker, Vater, ich glaube, der ist reif. Ich habe jetzt zwar ein bisschen gemeckert, aber ich finde Erfolge schon ziemlich dufte. Ciao.